bin Lieutenant Clark 2215 und wir machen mit Algerien weiter. Also Knackpunkt bei Algerien ist auf jeden Fall, man muss auf Masse gehen. Da die jetzt technologisch nicht so breit gefächert sind wie sämtliche andere Nationen, muss man hier auf jeden Fall sehr, sehr schnell sein. Normalerweise, wenn man jetzt, ja, nicht, wenn man das Spiel jetzt nicht so stressfrei einstellt, wie ich es jetzt getan habe. Und ja, Bogenschütze, ich weiß, ich denke mal, die meisten werden die Bogenschützen ausbilden, aber ich konzentriere mich da lieber auf die Pekiniere, weil die so ziemlich ja, am stärksten sind. Von der Infanterie her, meine ich. Also Forschung und Einheiten sind hier deutlich begrenzt. Etwa zu vergleichen mit Ukraine auch. Die Ukraine hat halt den Vorteil, die haben die mächtigen Serdjuken. Und Algerien hat zum Beispiel als Ausweg noch die tollen Mamelucks. Das ist die Kavallerie. Das sind auch die einzigen Kavallerieeinheiten, die man ja, ausbilden kann.
schon früher anfangen sollen. Ja, eigentlich wollte ich das Holz und das Stein sparen für, was weiß ich, weitere Kaserne, wäre mir eigentlich ganz lieb. Kleiner Grafikfehler.
umso schöner, da die ja sowieso nur 12 Sekunden brauchen und dann die 33% runtergehen. Oh, schön.
Okay.